Hallo und herzlich willkommen zu Evo Space. Mir fallen immer diese scheiß Kopfhörer raus. Aus den Ohren. Die halten bei mir nicht. Also Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es ist Freitag. Und die schlechte. Mir ist gerade meine, hab ich die neue liegen? Ne? Meine Maus abgekackt. Die neue Maus. Ja. Sensor funktioniert einfach nicht mehr, dieser Abtastsensor. Aber zum Glück hat meine Frau ja die alte repariert gekriegt. Schwein gehabt. Ja, ich schicke die zurück. Ich hoffe, ich kriege die direkt ersetzt. Fertig. Ah, ich habe noch eine gute Nachricht. Wir haben Kaffee. So, beim letzten Mal, wenn ihr das nicht wisst mit der Maus, ne, dann habt ihr das letzte Let's Play nicht geguckt. Ja? Also kommt mir nicht so. Beim letzten Mal haben wir die Katalysatoren hergestellt. Heute wollen wir. Ich muss mich jetzt ein bisschen wieder an diese Maus gewöhnen. Ich werde jetzt wieder anders. Warum rutscht denn diese scheiß Kopfhörer immer raus, Mann? So. Plaste machen, ne? Beziehungsweise, wir wollen eigentlich nicht Plaste machen. Wir wollen eigentlich die erweiterte Platine machen. Die wiederum machst du aus Plaste. Die wiederum machst du aus Katalysatoren und Holzdings und hast noch nicht gesehen. Geschenkt. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Hier haben wir zwei Chemiereaktoren. Mit Holzgas und Katalysator können wir daraus Ethylen machen. Aus dem Ethylen wiederum in Verbindung mit Kohle können wir Plaste machen. Aus Plaste, kann ich das wieder nicht auswählen? Doch. Aus Plaste in Verbindung mit Goldkabel können wir erweiterte Platinen machen. Ja? Und aus erweiterten Platinen in Verbindung mit Quantenkern könnten wir könnten wir sowas herstellen, ein Quantenchip, wenn wir ihn denn erforscht hätten. Aber ich hoffe, dass wir das können. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Wo ist er? Hier, guck. Quantenchip. Vorstehen, komm. Hast du was zu tun? Das ist jetzt unser Plan. So, unser Holzgas ist da hinten. Das muss hier rein. Dafür brauchen wir auch so Reinpumpgeräte, ne? Mach mal zwei Reinpumpgeräte. Schon fertig geforscht, siehst du? Man braucht gar nicht so viele von diesen Computern. Die reichen eigentlich, die wir haben. So. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind wir ein Off da hinten. Ich habe schon da 25. Ich weiß nicht genau, ob das reicht. Nein. Wenn wir jetzt hier dran gehen, dann müssten wir auskommen, ne? Oh, also auskommen nicht in der Art und Weise, dass wir genug Rohre haben, sondern dass es in der Flucht liegt. Lassen wir noch ein paar Rohre machen, das dauert ja nicht so lange. In der Zeit können wir vielleicht schon mal so machen. Das wird ja
Da fallen mir wieder alle meine Sünden ein, so eine Scheiße. Das wird ja Gas. Oder? Ja, sicher. Oder Flüssigkeit, was auch immer. Scheiße, das ist schon wieder Kacke, Leute. Es ist schon wieder Kacke. Verdammt. Dann gehe ich hier rein. Ja. Mann, ey. Was habe ich jetzt gemacht? Moment. Wo sind die Rohre? Nein. Ja, ist jetzt natürlich für den Arsch, ne? Ist klar. Vielleicht sollte ich doch mal ein schnelleres Werkzeug machen. Immer noch, falls für so eine Aufgabe hier irgendeiner eine bessere Lösung weiß als die, die ich gerade verwende, dann sagt mir das, aber ich glaube nicht. Das ist jetzt, ja. Müsste schon drin sein, ne? Ist schon da. Ja, ich weiß. Drei. Kräftet in 3 Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir das mit einem normalen Rohr schaffen. Sollen wir Chefrohre nehmen? Ich weiß auch nicht, ob so eine Pumpe reicht, so eine Ranzelpumpe. Ich mache jetzt mal 4 Ranzelpumpen. Wir gucken uns das mal an. Wir nehmen aber. Ist ja nicht weit. Wir nehmen einfach mal die richtig geilen Chefrohre. Ja? Ist ja nicht so weit. Ich habe 5. Wie auch immer. Ist auch nicht so wichtig. Oder? Nee. Mach! So, bis da. Soll ich so machen? Können wir einfach so machen, ne? Dann sollten die das bekommen. Warte mal, wir machen mal. Die bekommen noch Kohle. Die speichern. Die bekommen Katalysatoren. Und die legen diese Plastidinger raus. Ah, geht noch weiter hier. Die wir dann wiederum hier reinlegen, habe ich eigentlich auch noch Chefarme haben wir im Moment gar nicht. Aber ich hoffe, dass die reichen. So, die legen sich dann hier drauf. Wie wär's denn mal mit Strom? Ich habe gar nicht mehr an Strom gedacht.
Ja, eigentlich gehört das zu dem Strom, aber mittlerweile ist das alles schon so verkorkst, wenn ich ehrlich bin. Das kannst du mittlerweile gar nicht mehr so gut auseinanderhalten. Ich meine, so lange wie wir das auseinanderhalten können, können wir das ja quasi auseinanderhalten. Verstehst du, was ich meine? Boah, ich komme ja gar nicht mehr hoch. Oh, lecko funny, ey. So, da brauchen wir noch Strom. Da brauchen wir noch Strom. Ja. Ach, weißer. Es ist vorbei. So. Strom, wo ist das andere? Ja, da gehört es eigentlich dran, ne? Eigentlich hier. So, haben die jetzt müsste eigentlich alles soweit gut sein, oder? Und hier habe ich einfach einen Teiler gemacht für die Kohle. Ob das reicht, weiß ich nicht. So, Strom ist auf jeden Fall drauf. Da ist auch Strom drauf. Die hat noch keinen Strom. Ah, toll. Kommen wir auch wieder hoch. Ja. Oh, weißt du was? Ist das hier? Okay. Die macht viele davon, ne? Schön. Schön, schön. Und ja, hier kann ich aus der Kiste rausnehmen. Wird aber wahrscheinlich. Ach nee, ist noch nicht eingestellt. Okay. Müssen wir noch einstellen. Und hier kann er da rausnehmen. Und hier machen wir erstmal ein Fließband hin. Und legen drauf und gucken, was passiert. Und hier kommt das begehrte Produkt raus. Okay. Ah, Moment. Eine Sache fehlt noch. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße hier. So geht das nicht. Das war schlecht durchdacht. Machen wir ein Stückchen mal eben weg hier. Gib mir mal die teuren Bänder. Weil... Ah, das geht. Das geht. Und hier
Ja. Nein. Kann ich ja so rauslegen. Sollte klappen. Und mit dem gehen wir dann da dran. So, und hier haben wir ja noch das glorreiche Problem. Teiler. Super. Jetzt hier unten die Kiste finden. Das muss die sein. Teiler. Wir können ja auch mal die Treppe nehmen. Ja, wofür haben wir sie denn? Ich weiß nicht, ob ich... Ah, das macht er nicht. Der legt dann. Es ist ein Fließband. Es ist nicht so eine Verteilungskiste hier. Es ist ein Fließband. Man könnte vielleicht auch diesen Teiler. Wird bestimmt besser aussehen, ne? Lass uns das mal wegmachen. Und diesen Teiler. Mal einmal zum Gucken. Ja, das Guide. Alles besser. Ja, das ist besser. Das machen wir so. Habe ich jetzt alles? Wenn wir alles haben, dann brauchen wir eigentlich nur die beiden anschließen. Warte. Es geht los. Oh, das sieht gut aus. So einfach. Kann so einfach sein. Eigentlich sehen die auch wieder genauso aus wie die anderen. Junge, wir können die direkt in den Computer stecken. Okay, die sind jetzt hier irgendwie nicht da, wo wir sie wirklich haben wollen, ne? Aber vielleicht, weil unsere Computer haben wir jetzt immer so hier stehen. Theoretisch, was kommt denn überhaupt noch? Es kommt, glaube ich. Ja, dieser Quantenprozessor kommt noch. Ich schätze, zumindest der ist wahrscheinlich auch einer, der noch was mit der Forschung zu tun hat. In irgendeiner Art und Weise. Was machen wir denn mit dem Quantencomputer? Heute will das überhaupt nicht funktionieren mit dem Kack-Kopfhörern, ehrlich. Auf dem Quantengehirn. Vielleicht ist der auch zum Forschen, weiß ich nicht. Ich mache das jetzt genauso. Aber wir können wir? Wir können wir.
Können wir denn überhaupt? Verdammt. Und wir können auch bessere. Sehe ich gerade. Wir haben immer nur hier Stahlcomputer gebaut. Ranze Stahlcomputer, ja? Was ist das denn für ein Billig-Scheiß? Ja, damit haben wir bis jetzt. Sind wir eigentlich gut mitgefahren, ne? Da brauchst du 5 Chips für. Wahrscheinlich nur, weil wir diese Chips nicht haben, können wir die nicht bauen. Ich schätze mal, wenn wir. Wo sind denn die überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo diese Forschung war. Wird man jetzt auch eher hier oben erwarten, irgendwo. Das ist das. Ich denke mal, auch wenn wir den jetzt erforschen, der braucht ja, okay, wir haben die Chips da. Wenn es nur um die Chips geht zum Bauen, die haben wir. Ja, danke. Die Chips haben wir. Also jetzt noch nicht so viele, aber habe ich noch irgendwie eine Ranzelkiste mal eben? Nee. Noch mal ein Stick. Ey, wir bauen die echt schnell. Ehrlich, wir bauen die, glaube ich, schneller als die anderen. Da ist schon halbwegs Druck drauf. Wo sind die? Hier. Eins, zwei, drei. Einen noch. Reicht mir. 4 Stück. Mehr brauche ich davon erstmal gar nicht. Wahrscheinlich rechnen die sowieso viel schneller als die anderen. Und dann habe ich ein zum Laufen quasi und ein zum Reinlegen. Ne? Ne, ich habe 2 zum Laufen. Das heißt hierhin. Die Fließbänder, aber habe ich auch nicht. Aber da können wir uns welche. So viel Platz. Jetzt aber. Ja, das ist auch nicht immer so perfekt aufgestellt, aber sei es drum. Sei es drum, sei es drum. Lass uns hier die wieder die Kiste hinstellen. Den lassen wir. Kann ich nicht. Ach, weißt du was? Reicht. Nie übertreiben, es reicht. So, der liegt da drauf und da werden wir uns noch welche holen müssen. Ja. Eigentlich reicht das erstmal, ne?
Nein. Reicht völlig aus. Strömchen wäre nicht schlecht. Ach so, hier wäre auch... Oh, wir haben noch 4. Verwursten wir. Strömchen. Ach, ausgezeichnet. Nee, so weit nicht. Reicht. Perfekt. Perfekt, Leute. Wir haben die nächste Forschung fertig. Ich weiß nicht, was hier am Ende noch hinpasst und wir was hinkriegen und. Und davon haben wir sogar 2. Also die läuft eigentlich relativ geschmeidig, würde ich sagen. Ja, die wird auch noch geschmeidiger laufen, wenn wir Strom hätten. Was will ich haben? Wenn wir Strom hätten, wann, ey? Das ist wieder völlig am Ende, ey. Völlig am Ende. Ja, haben wir nicht. Wir haben keinen Strom. Egal. Schön wäre natürlich auch, wenn wir schon irgendwie in Richtung Hartmetall unterwegs wären. Das, dass wir bessere davon aufstellen könnten, haben wir aber nicht. Was jetzt wahrscheinlich erstmal so viel bedeutet wie... Eins, zwei, drei, vier. Und dann brauche ich von denen 12. So, 4 Stück ersetzen wir. Und weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben, machen wir diesmal zusammen. Mal direkt wegkommen. Scheiß. 1, 2, 3, 4. Weg, 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 weg. Weg. Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Dampf. Ich weiß nicht, was dann streiken wird, ja? Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt dahin gesetzt kriege, wo ich ihn gerne hätte. Da? Das sieht ja schon gut aus. Da. Ja, schön. Genau so. Zum Glück ist er nicht mehr so wie früher. Zum Glück könnte er jetzt sehen, was gekräftet wird. Müssen wir einen Moment warten. Aber das geht. Ist jetzt nicht so dramatisch. Passt. Ach nee, das sind andere. Die kann ich nicht nehmen. Ich habe gedacht, ich kopiere den mal eben. Aber der steht auch so schon richtig. Ich bin mal gespannt, an was das gleich mangeln wird, wenn wir jetzt 4 Stück auf einmal austauschen.
kriegen wir hundertprozentig irgendwelche Mangelerscheinungen. Und den Rotz kannst du nachher eigentlich was willst du damit noch? Kannst du auch direkt in eine Tonne treten. Ich will das Zeug nicht mehr haben. Gab mal eine Zeit, da war ich da heiß drauf. Ja. Aber mittlerweile. Ich mach die mal zu. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei 388 wieder. Ja, das dauert jetzt noch einen Moment, bis die fertig sind, ne? Man könnte halt, man könnte grundsätzlich natürlich hingehen und könnte bei jeder Phase, die man so hat, zumindest Fließbänder und Greifarme und so automatisch kräften lassen. Ich gehe mal davon aus, dass das hat wahrscheinlich schon bis jetzt dann irgendeiner mal drunter geschrieben haben wird unter einer Folge. Mal kurz zur Info. Heute muss ich erst den Browser starten, damit ich das sehe. Jetzt gerade vor einer Stunde ist Folge 10 online gegangen. Wir sind jetzt weiß ich nicht, 34 oder so. Also, das sind auf jeden Fall, wenn ihr das guckt, ist das mehr als 3 Wochen her, wo ich das aufgenommen habe, kannst du sagen. Naja, also vergehen noch 3 Wochen, bis die Folge online geht. Ich gehe mal davon aus, ich habe schon irgendwelche Kommentare gekriegt. Aber vielleicht noch nicht mal hingehen und zu sagen, dass man Fließbänder und Arme kräftet, sondern hier zum Beispiel diese Teile. Die Platten lasse ich ja meistens machen. Das ist auf jeden Fall schon sinnvoll. Aber Teile machen lassen wäre auch nicht so dumm. Dann verkürzt das auch einige Arbeitsschritte. Und vielleicht auch Rohre machen lassen. Wenn du die 3 Sachen hast, die Platten, die Teile und die Rohre und muss dann was bauen, das geht dann ruckzuck. Und das hast du eigentlich ist das Faulheit. Das sollte man eigentlich machen, weil das wird sich schon lohnen. Aber habe ich nicht. Vielleicht mache ich das ja beim nächsten oder vielleicht mache ich das ja bei denen noch hier. Die Chance hätte ich ja noch. Wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Sachen daraus bauen. Da haben wir jetzt 2 ein noch. Ja, passt. Moment. Machen wir wieder so, dann sehe ich mehr. Gut, hier hin. Alles klar. Dann Energie. Dann gucken wir mal, wo die hinfährt. Und ob die halten wird. Keine Ahnung. 544 ist jetzt Peak. Sieht im Moment so aus. Und wir sind im Peak. Er verbraucht schon wieder alles. Die Frage ist halt nur, kommen wir auf Dauer aus? Wasser scheint zu halten. Und das Zeug... Habe ich hier eigentlich irgendwo was dran gesetzt, so einen Monitor? Ich weiß gar nicht, wo ich den nächsten habe. Zumindest da hinten.
hält. Scheint zu halten. Aber ist grenzwertig. Das, auf Dauer könnte das schief gehen. Okay, ich habe noch das Ding, was ich zur Unterstützung dranhängen kann. Dann wird es wahrscheinlich halten. Aber so, wenn ich mir so angucke, die futtern ja alles weg. Obwohl die... geht, ne? Ja, die könnte ich eigentlich auch noch ersetzen durch bessere. Dann, du holst damit dann trotzdem mehr raus, ne? Auch wenn die schneller verbrennen, aber die insgesamt ist der Wirkungsgrad besser. Ja. Aber grundsätzlich ist das erstmal in Ordnung. Passt schon. Mal sehen, wie arbeitet der jetzt? Ah, siehst du? Oh, war nur kurz bei 90%. Jetzt fällt er wieder ab. Okay. Passt schon. Ey, lasse ich die voll machen? Ich lasse die anderen da auch nicht voll machen. Ne, habe ich halb gesagt. Ja. Machen wir halb. Komm, reicht für alles. Der muss erstmal die Dinger voll machen hier. Was zitterst du denn da rum? Was hast du für Probleme? Keine Ahnung. Könnte man natürlich auch ersetzen hier, die Ranzeldinger, ne? Aber geht schnell genug mit dem Forschen. So schnell brauche ich nicht forschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an mein Däumchen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.